Tote und Verletzte werden zu einem Krankenhaus in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens gebracht. Bei einem Israel zugeschriebenen Angriff auf eine Schule im nahen Abassan wurden nach Angaben aus Klinikkreisen mindestens 29 Menschen getötet. Die Bundesregierung verurteilte den Angriff scharf. Zivilisten dürften nicht zwischen die Fronten geraten. Die wiederholten Angriffe der israelischen Armee auf Schulen müssten aufhören, erklärte das Auswärtige Amt. Die israelische Armee teilte mit, der Vorfall werde untersucht. Der Krieg des israelischen Militärs gegen die Hamas im Gazastreifen war am 7. Oktober durch einen Großangriff von radikal-islamischen Kämpfern auf Israel ausgelöst worden. Als Reaktion auf den Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Bei einem Angriff in Nusayrat im Zentrum des Gazastreifens wurden ebenfalls mehrere Menschen getötet. Auch in Gaza im Norden des Palästinensergebietes drohen neue Angriffe. Die israelische Armee rief alle Einwohner auf, die Stadt zu verlassen. Sie sollten sich Richtung Süden begeben. Nicht alle Menschen folgen dem Aufruf. Diese Familie etwa harrt in einer Wohnung in Gaza aus. Tags zuvor hatte die Armee erklärt, sie setze ihre Antiterror-Einsätze gegen Ziele der Hamas und des islamischen Dschihads in Gaza fort. Bewohner berichteten von Explosionen und zahlreichen Feuergefechten sowie von Hubschrauberangriffen auf südwestliche Stadtteile.